Damen und Herren, ich möchte Sie alle recht herzlich zu unserer Jubiläumsfeier begrüßen. 50 Jahre Glatter, meine beiden Schwestern haben gesagt, das muss unbedingt gefeiert werden. Darum hat mein Neffe, Herr Schwarz Karl, gemeinsam mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, ja, die Feier quasi organisiert. Und ich darf quasi die Eröffnungsrede halten. Und damit ich mir leichter tue, haben wir da einen kleinen Schummler geschrieben. Ja, meine Tochter, die Sabine, hat die Fotokollage gemacht. 50 Jahre Glatter. Ganz alte Fotos gibt es fast keine, aber ein paar neuere sind dabei. Ja, ich will eigentlich die 50 Jahre nicht alles aufzählen. Ich habe gedacht, drei Datums werde ich mir herausnehmen. Das ist mal der 2. Mai 1961 starb unser Vater in Mattersburg gemeinsam mit unserer Mutter das Herrenmodegeschäft, also das Modegeschäft eigentlich, eröffnet in Mattersburg in der Mitte der Kochstraße, Ecke Judengasse, die Judengasse. Die Mattersburger wissen, wo das ist. Ja, das war zu den guten alten Zeiten. Viel Arbeit, kein Urlaub. Ja, bitte Hausfrauen, keine Waschmaschine, kein Geschirrspüler. Ja, Limonade, nur an besonderen Tagen. Und ja, es gab keinen Computer, es gab kein Internet, kein Handy. Also mit einem Wort, die guten alten Zeiten, wie es so schön war. Ja, dann das nächste Termin war für uns eigentlich ein wichtiges Datum, das ist der 11.04.1994. Da haben wir die drei Kinder nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod von unserem Vater die Firma übernommen. Ja, wir waren eigentlich alle schon in der Firma integriert und haben gesagt, okay, Vater, es war auch sein Wille, dass wir das gemeinsam weiterführen unter meiner Leitung. Und so haben wir halt die Glattermoden UHG gegründet. Jetzt sind wir inzwischen eine GmbH, weil das irgendwie einfacher ist und dann für Sicherheit und so weiter. Der nächste Termin war eigentlich schon in der Zukunft. Das ist der 2. September 2011, haben wir vor in Eisenstadt unser Herrengeschäft im Burgenlandhof zu erweitern. Es hat sich die Gelegenheit ergeben, dass daneben die Versicherung zu bekommen war und da haben wir gesagt, okay, ja, die Gelegenheit nutzen wir, ziehen wir beide Geschäfte, Herrengeschäfte in Eisenstadt zusammen zu einem großen Modehaus, Herrenmodehaus in Eisenstadt. Und ja, im Glattergassel, in Anführungszeichen, haben wir gesagt, okay, dort werden wir unsere Damenabteilung, Damengeschäft erweitern, das macht dann die Elfe noch. Und wir kriegen dort eine schöne neue Damen-Marco-Polo-Abteilung. Ja, unter anderem, ja. So, wie gesagt, es geht weiter und wir hoffen auf weitere gute Jahre. Danke. Danke. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle natürlich recht herzlich in Mattersburg begrüßen, auch die Ehrengäste zu diesem tollen Jubiläum, 50 Jahre Firmenfeier, Familienfirmenfeier. Ich glaube, dass das wirklich etwas ganz Tolles ist, aber auch eine Seltenheit ist. Und der Wolfgang hat in seiner Bescheidenheit natürlich die Firma Glatter wirklich nur ganz kurz vorgestellt. Aber ich bin ja auch schon 50 Jahre plus und seit ich denken kann, gibt es das Modehaus Glatter in Mattersburg. Das Modehaus Glatter in Mattersburg war eigentlich immer ein wichtiges Geschäft. Auf der einen Seite natürlich, damit es Arbeitsplätze gibt. Auf der anderen Seite denke ich mir, sind sicher auch, und vielleicht weiß das der Wolfgang, sehr viele Lehrlinge ausgebildet worden. Wir alle wissen, dass Facharbeiter und die Ausbildung der Lehrlinge sehr wichtig ist. Mattersburg ist ja für den Bezirk eine wichtige Region als Einkaufsstadt. Und es würde natürlich nicht funktionieren, wenn es nicht die Unternehmen geben würde, die natürlich
das Risiko tragen, aber die immer bereit sind, auch mit dem Geschäft dazu beizutragen. Und der Wolfgang ist es so, dass er sich auch sehr mitarbeitet beim Einkaufstreffpunkt Mattersburg. Und es sind heute auch viele Leute der Wirtschaft da und sie wissen, dass natürlich die Zeit ein Faktor ist, der selten ist. Aber es ist auch wichtig, dass es Unternehmer gibt, die sich dann auch für die Stadt und für die Region einsetzen. Und der Wolfgang ist jetzt Obmann des Einkaufstreffpunkt Mattersburg und es ist bei uns nicht leichter wie überall anders, aber nichtsdestotrotz ist er immer bemüht, dass man natürlich auch den Einkaufsstadt Mattersburg festigt. Und dafür darf ich mich auch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das wieder übernommen hast. Er ist auch ein langjähriger Funktionär vom Einkaufstreffpunkt und auch dafür ein herzliches Dankeschön. Ich darf zum Firmenjubiläum noch einmal recht herzlich gratulieren, wünsche für die nächsten 50 Jahre alles, alles Liebe und Gute. Möchte mich noch beim Team bedanken, die immer sehr freundlich sind. Ich glaube, das gehört auch gesagt. Möchte mich auch bedanken, dass es immer Lehrlinge gibt, die ausgebildet werden. Und hoffe, dass wir gemeinsam für die Zukunft das Positivste natürlich für die Firma Glatter und für den Wirtschaftsstandort Mattersburg weiter herausarbeiten werden. Wolfgang Naumer, alles, alles Liebe. Geschätzter Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Frau Bürgermeister, geschätzte Abgeordnete, Herr Abgeordneter, Herr Spatenobmann, Herr Vizepräsident, geschätzte Damen und Herren, hoffentlich alles Kunden, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allen Dingen geschätzte Familie Glatter. Ich darf zunächst ein herzliches Dankeschön sagen, dass Sie Ihre Interessensvertretung zu diesem 50-Jahr-Jubiläum eingeladen haben. Das zeigt schon, dass man doch etwas miteinander zu tun hat, dass wir eine Beziehung miteinander haben. Und ich glaube, dass die Wirtschaft auch so im Land sehr gut funktioniert. Das ist schon etwas Besonderes, das muss ich schon sagen, wenn man ein 50-Jahre-Jubiläum feiert. Nicht nur ein Firmenjubiläum, das 50 Jahre ist, sondern wenn es im Besitz einer Unternehmerfamilie ist. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich kann mir so vorstellen, wie euer Vater, wenn ich es jetzt so sagen darf, 61 vielleicht das Unternehmen gegründet hatte, waren schon Überlegungen besondere im Vordergrund. Es war ein besonderes Jahr, das Jahr 61, vielleicht nur ein paar Dinge. Es ist zum Beispiel die Berliner Mauer gebaut worden. In Deutschland ist das erste AKW, das leider heute noch am Netz ist, in Bayern in Betrieb gegangen. Oder es ist der Kosmonaut Juri Gagarin von den Russen in eine ungewisse Zukunft, in eine Umlaufbahn geschickt worden. Aber ganz besonders in der Mode war es ein ganz besonderes Jahr. Damals war es schick, 61, dass die Damen etwas knabenhaft ausgesehen haben, dass die Taille etwas heruntergerutscht war. Man hat gesagt, die Tagkleider und die Röcke durften nur das Knie bedecken. Bei den Männern war es der weitere Oberschenkel und unten hin zum Knöchel etwas schmäler, der Schuhe war freigehalten. Und etwas, das ganz Besondere war eigentlich an diesem Jahr 61 war, dass in den großen Unternehmen viele Designer gearbeitet haben und sie sind eigentlich auf die Idee gekommen, leistbare Mode für jedermann auf den Markt zu bringen. Das war eigentlich die Geburtsstunde nicht der Boutiquen, die nur für wenige Gesellschaftsschichten eben in Anspruch genommen werden konnten, sondern von jenen, die Modehäuser gebaut haben, so wie eben Karl Glatter, euer Vater. Und vielleicht war es diese Überlegung. Dazu darf ich Ihnen herzlich gratulieren, wünsche dem Unternehmen alles Gute für die Zukunft, halte Ihnen die Daumen. Hoffentlich läuft das Geschäft so an, dass wir die Zahlen von 2008 erreichen. Und wenn man so engagiert ist im Unternehmen, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiter und die Unternehmerfamilie, glaube ich, dann wird es auch in Zukunft gut gehen. Alles Gute. Habt ihr es vergessen? Habe ich nochmal aufgegeben? Als Wirtschaftskammer dürfen wir keine Auszeichnungen verleihen. Wir dürfen das nicht und wir wollen das ja auch gar nicht, denn das kostet alles viel Geld. Auszeichnungen haben für uns einen ideellen Wert. Das ist eine Aufmerksamkeit, eine Anerkennung. Und das dürfen wir tun zum 50-Jahr-Jubiläum mit einer Urkunde, die die Familie und das Unternehmen an diesen, das gehört an diesen besonderen Tag erinnern wird. Und das ist ein Zeichen der Anerkennung der guten Wirtschaft an das Unternehmen. Und wenn Ihr Vater
an einem 2. Mai, also an einem Tag nach dem 1. Mai, nach dem Tag der Arbeit, sollte vielleicht auch ein Symbol sein, dieses Geschäft gegründet hat, und hat er Arbeit geschaffen, hat er Arbeitsplätze geschaffen, in kleinem Umfang, aber bis zum heutigen Tage haben das Sie, und das wurde schon erwähnt, enorm ausgebaut und immer wieder Menschen mit Arbeit versorgt. Zum Zweiten, denke ich, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität. Zur Lebensqualität deshalb, weil es an und für sich von zwei Seiten betrachtet eben eine Steigerung der Lebensqualität ist, wenn man Menschen sieht, die gut angezogen sind, die schöne Kleider tragen, und zum Zweiten selbst vermittelt einem es ein großes Wohlbehagen, wenn man sich selbst in schönen, guten Kleidern angezogen fühlt. Also hier, denke ich, hat man eine sogenannte Win-Win-Situation, die Sie mit Ihrer Ware, das ist ja auch wichtig, die richtig auszuwählen und an die Frau, an den Mann zu bringen. Hier leisten Sie sicherlich auch in dieser Hinsicht einen wesentlichen Beitrag. Ein herzliches Dankeschön an Ihre Familie für die geleistete Arbeit. Sie haben sehr viele Beiträge zur Entwicklung unseres Heimatlandes Burgenland geleistet. Das kann man in diesem Jubiläumsjahr zweifelsohne behaupten, und wesentliche Beiträge dazu geleistet, dass sich unser Heimatland, aber auch diese Stadt Mattersburg, glaube ich, im wirtschaftlichen Bereich so gut entwickelt, und Sie hier ein wichtiger Mosaikstein dazu waren, in der Gegenwart sind und, wie ich gehört habe, in der Zukunft auch sein werden. In Eisenstadt gibt es ja neue Ausbaupläne, also hier ist wieder die Spange in die Zukunft gelegt. Alles Gute für die Zukunft, herzliche Gratulation. So, jetzt darf ich das Wort noch an Landeshauptstellvertreter Magister Frank Steinhoff. Liebe Familie Glatter, werte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, irgendwie erinnert mich heute dieses Protest nicht nur an New York, sondern auch an den Martin Luther, der einmal gesagt hat, wenn du etwas zu sagen hast, dann steh auf, damit dich ein jeder sehen kann, sprich sehr laut, damit dich ein jeder hören kann, und sei vor allem kurz, damit dich jeder in bester Erinnerung behalten kann. Daher möchte ich eher sehr kurz sein, es ist schon sehr viel gesagt worden. Es gibt heuer sehr viele Jubiläen zu feiern. 90 Jahre Burgenland wurde schon bereits betont. 200. Geburtstag von Franz Liszt und der 50. Geburtstag der Familie Glatter. Und ich darf als Landeshauptmann-Stellvertreter und als Wirtschaftsreferent ein Dankeschön aussprechen. Ich habe mich mit dem Chef ein bisschen unterhalten. 7 Filialen, 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn man aber diese 50 Jahre hochrechnet, dann waren es wahrscheinlich über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier dieses Handwerk erlernt haben, die hier gearbeitet haben, also einen Arbeitsplatz gehabt haben. Und wenn man sich die letzten 50 Jahre anschaut, ich war ja damals 1961 genau ein Jahr alt, aber man kann ja das in den Geschichtsbüchern nachblättern, hat es eine enorme Entwicklung gegeben im Burgenland. Und so auch mit der Firma Glatter. Ich darf recht herzlich zu dieser Entwicklung, zu dieser Leistung der Firma mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gratulieren. Und ich wünsche Ihnen nur eines, nämlich, dass Sie jeden Tag so viele Gäste haben, wie heute hier sind. In diesem Sinne, alles Gute. Ja. Ja, danke schön. Gabe? Ja. So, schaut zuerst zu mir. Da kommen noch Blumen. Blumen, ja, okay. Ja, genau. Moni? Ich will ganz kurz noch sagen, Dankeschön für die vielen Angestellten, die heute gekommen sind, die mit uns gemeinsam den Weg getragen haben.
Und für das möchte ich Danke sagen. Und viele von euch seid schon lange zu Hause und seid immer gute Freunde zu uns. Und danke vielmals. Ich glaube, ich bin bei euch, weil du draußen kannst, glaube ich, nicht.